Hallo! Was? Warte, stopp, ich bin noch gar nicht wieder drin! Chill mal! Ja, hallo, ich bin Igel. Hallo! Ich spiele Secret of Mana. Und bei mir die ehrlich lachende Laura. Ich bin viel zu besoffen jetzt. Wir waren gerade schon mal im Pub, er hat gerade schon mit dem Kopf geschüttelt, da ist schon ein bisschen durch. Ich glaube, er ist enttäuscht. Nein. Was macht er eigentlich so, schüttelt er schnell? Macht er sich die Haare aus dem Gesicht? Er muss seine Mähne schütteln. Ja. Das ist nicht, was für ein Löwe er ist. So. Was? So, er macht sie sich schon wieder? Ja. Mhm. Ich glaube, der ist wirklich wegen seinen Haaren da immer besorgt. Erinnert mich an mich. Spielen wir auch mal den Haaren rum. Liegen die? So, jetzt gehen wir ins Pub. Ja. Auf geht's. Wir haben schon vorgeglüht und jetzt leg mal los. Das Hawk. Hallo Hawk. Diese Stadt ist im Krieg. Mein Zuhause ist im Krieg. Die ganze Welt ist im Krieg. Wie wird das nur enden? Wow. Mit Krieg. Yeah. Ist ein bisschen melodramatisch, oder? Die Biestmänner sind tagsüber wie Menschen, aber bei Macht verwandeln sie sich in Biester. Aber wenn das passiert, können sie nicht stillsitzen. Das ist unsere Chance zur Flucht. Stampfo Rexus. Ups. Hallo. Lisa! Entschuldigung, ich suche nach meinem jüngeren Bruder. Hast du ihn gesehen? Nein. Sicher? Wo hast du ihn gesehen? Gelogen? Wie konntest du nur? Ah, du wolltest mich nur etwas aufheitern, nicht wahr? Danke. Bitte. Hab dich lieb. Ich bin so gütig. Ja. Stampfosaurus! Ey, ich nenne ihn wirklich, ich glaube, ich nenne ihn ab jetzt Stampfosaurus. Ich habe keine Angst vor Stampfosauriern! Solange du ruhig bist, bleibst du unverletzt. Halt doch dein Maul, ernsthaft. Du gehst mir auf den Sack, ey. Heiler Sack. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber wie du siehst, haben mir die Biester alles genommen. Du liest so langsam. Ja, ich möchte es ein bisschen mit Emotionen und so weiter vorlesen. Du hast Streit mit denen? Dann schnell raus aus der Stadt. Ich hab doch überhaupt nichts mit denen. Was willst du? Geh weg. Du bist nur Dreck für mich. Wunderschön. Erinnert mich an Goldstadt, oder? War doch Goldstadt vorhin. Nordstadt. Guck mal, Tag- und Nachtwechsel geht hier gerade on the fly. Ja, normalerweise geht das immer, wenn du einen Raum verlässt, dachte ich eigentlich so in Erinnerung, aber hier irgendwie nicht. Werden die dann zu Biestern? Ich hab Angst! Ich glaube, das musst du sogar. Bla bla bla. Hast du schon tausendmal gehört, deswegen habe ich keinen Bock, das nochmal vorzulesen. Achso, ja. Hab ich. Deswegen, ja. Smee! Er heißt Smee! Jetzt fällt's mir wieder ein! Smee! Ich hab die Zeit wieder nicht gestoppt. Ich hab drauf geguckt, hab aber mir die Zeit nicht gemerkt. Aber ich denke, wir sind jetzt so 2 Minuten dabei. Ja, sagen wir 24, 25. Jetzt halt deinen Maul, Mann! Ich raste aus! Ja, sei okay, still und lass mich durch! Okay, sorry. Ich raste aus. Ja, Entschuldigung. Mir geht's. Jetzt wird's Nacht. Los! Ich hab solche Angst vor euch. Tut was. Geh mal runter. Ich, was? Wollen raus. Hier. Ja. Achso, da geht's raus. Mhm. Ja genau, wenn du am Tag rausgegangen bist, wären sie halt noch als Männer und jetzt sind sie halt Höllenhunde. Aua, jetzt chillt mal. Bleib chillig. Vielleicht solltest du dich nochmal heilen gehen, weil du bist ziemlich am Arsch. Ja, ich hab's gerade auch gemerkt, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass die mich so hart angreifen. Hoffentlich geht er nochmal rein da. Ja, tut er. Okay, innen da. Okay. Schlafi. Schlafi. Oh, guck mal. Aha. Na? Huch. Hey, versuchst du da irgendwas zu machen, während ich schlief? Ja, also, geh weg von mir. Entschuldigung, Ist die ernsthaft nackt? Ja, und sie braucht nur ihre Schuhe ausziehen. Das sind Wunderschuhe, dann ist sie direkt nackt. Willst du übernachten? Es ist kostenlos, solange die Biestmänner hier sind. Kann ich eh keinen Profit machen. Eine schöne gute Nacht. Lalala. Ich mach meinen Laden trotzdem, auch wenn ich nichts verdiene. Lalala. Lalala. Boah, er pennt aber auch geil. Das ist übrigens die Angela, die wir nicht spielen. Ja, sonst hättet ihr den Anblick. Lunatics-Tag. Warum stand da Lunatics-Tag? Ja, weil die Tage quasi sich nach den Geistern richten. Es gibt 6 Tage, außer halt quasi Laterna und Nocturne, weil die sind Tag und Nacht. Und der letzte Tag ist der Tag der Mana-Göttern. Du hast keinen Samen. Nochmal. Ich hab 3-mal gedrückt. Okay. Du hast keinen Samen.
Jetzt kommst du aber nicht raus, weil Tag ist. Was willst du, geh weg. Was muss ich jetzt machen? Ewig im Kreis rennen? Ja, jetzt müsstest du warten, bis Nacht ist, leider. Sollen wir schneiden? Ja. Okay. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ich gucke. So ungefähr 4 bis 5 Minuten. Dann bis gleich. Wir haben gerade festgestellt, wie unheimlich dämlich das war, ins Inn zu gehen, weil jetzt wieder Tag ist und es einfach ewig dauert, bis hier Nacht wird. Vielleicht kannst du mit ihm reden? Gesagt, es wechselt mit den Bildschirmen. Habe ich gedacht, aber das war, glaube ich, bei Sword of Mana. Hat gelogen, es ist seine Schuld. Ja, ich bin schuld. Kannst du mal mit dem Typen, mit dem Mann da reden, ob der sagt, ob der irgendwas vielleicht... It's me. It's me. Ein Hafen, ich denke fest, nee, sagt nichts. Wir haben schon geguckt, ob hier irgendeiner uns irgendwie dazu bringen kann, dass wir warten bis nachts, aber es dauert und es passiert nichts. Wir sind alle traurig, ich habe schon 3-mal geweint in der Zeit gerade. Ja, ganz fürchterlich, so unmännlich, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und gleich, guck mal, erstmal weg, bis gleich. Scheiße! Wir konnten auswählen, ob wir in der Nacht aufwachen wollen oder am Morgen. Wir Trottel. Ich glaube, wir können nämlich gar nicht mehr wechseln. Ich glaube, es wird normalerweise nämlich auch nicht einfach so Nacht. Okay, also jetzt schlafen wir nochmal. Bim, 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 bim. Drück einen Knopf. So einfach wäre es gegangen. Immer noch Lunatics Tag. Achso, ja klar, wir haben jetzt nur bis zur Nacht geschlafen. Ach verdammt, ich wollte speichern. Egal! Ach, ich hab's selbst gemacht, passt schon. So, okay, und wir sind jetzt aber voll und voller Tatendrang. Und noch kannst jetzt einfach raus. Muss ich raus? Muss nee, ich nicht. Runter, runter. Woanders kannst du eh nicht hin. Die rennen da immer noch überall rum. Ja, guck, aber ich dachte, die werden to beast schon in der Nacht. Aber nicht in der Stadt. So. Aua, ich hab Schmerz. Doch zugehauen. Ah, dieser Schmerz, aua, aua. Ah, dieser Schmerz, aua. Hört mal, ich hasse euch. Ich bin aggro. Gummibären. Ach, ich hab einen Schuss weg. Das passiert, wenn Laura Gummibärensaft trinkt, aka Red Bull. Ja. Red Bull schmeckt nicht gut. Ja. Alter. Nein. Nix. Alles gut. Was denn nun los? Nix. Ich will nicht glauben, was ich darauf gerade erwidern wollte. So. Runter, hoch, wo lang? Das erzählt sie mir nach der Aufnahme. Runter. So, jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt. Wann haben wir wieder angefangen? Okay. Ungefähr 50 müssen wir aufhören, glaube ich. Poro! So. Nein, Poker. Nicht Poro. Poco Pusche. Wow. Ich finde schön, dass wir auch noch einige Gegner übernommen haben. Ich habe meinen Timer vorhin nicht gestoppt. Das könnte ungefähr stimmen, wenn wir bei 20 sind. Okay. Also was hast du gerade gesagt? Ich habe dir irgendwie nicht zugehört, tut mir leid. Ich finde schön, dass die Gegner noch übernommen haben, ein paar. Ohne es jetzt zu viel zu machen und alles zu wiederverwerten, aber so Poker Puschel mussten einfach sein. Also kann ich jetzt nicht rennen hier in dem Bildschirm? Nein, weil hier Gegner waren. Oder eigentlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist noch irgendwo einer oder so, kein Plan. Ich weiß es nicht. Normalerweise hört das auf, wenn ein Gegner tot ist. Bam! Das Schöne ist, in der Nacht schlafen die Gegner. Wie du siehst, kann man sie dann einfach so kaputt ballern. Wow. Normalerweise ins Ziel kommt. Übrigens, Truhen, wenn man eine spezielle Truhe haben will, was später... Ich hab Angst vor dir! Lass mich! Was später wichtig werden könnte, wenn wir gewisse... Wenn zum Beispiel, also nachher... Es gibt, wie gesagt, es gibt diesen Klassenwechsel, da willst du nachher gewisse Gegenstände haben. Und da willst du halt die Truhen von gewissen Leuten haben. Du kriegst die Truhe immer vom letzten Gegner, den du tötest. Auf einem Bild, also auf einem Bildschirm. Da, nach dem Sieg auch kommt jetzt vielleicht eine Truhe. Zweimal hintereinander machen. Wenn du nicht triffst, bleibt das Ding erhalten. Das geht erst weg, wenn du was triffst. Oh. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Du musst irgendwie nach Süden. Küstenstadt Astoria. Da wollte ich hin. Ja? Okay. Fragezeichen? Höhle im Wasserfall, Wendel. Ja, nach rechts müssen wir. Nach Wendel. Ich wollte nach Wendel, oder? Genau. Den Namen kann ich mir sogar merken, weil der wurde genauso in Children of Mana verwendet. Ja, und der wird in ziemlich jedem Mana-Spiel, außer Secret of Mana, gibt es das. Auch mal. Magisch versiegelt. Wow. Ja, danke. Ich muss doch nach Astoria. Ich wollte gerade einen dummen Spruch über die Treppe dort reißen, aber ich habe gedacht, nee, komm, der ist zu schlecht. Treppe? Ja, in Wendel. Achso, Wendel, Treppe. Oh, Laura. Ich will mir die Augen auskratzen. Den hast du nicht gelesen, hast du gehört. Wenn, dann musst du dir die Ohren auskratzen. Oder putzen. Stimmt. Was? Nein, im Osten ist eine Höhle, der unter dem See durchführt, aber sie ist zurzeit versiegelt. Blöd.
Die wunderschöne Musik. Eigentlich toll. Hättest du den zweiten Charakter da oben schon treffen lassen. Egal. Willkommen. Verkaufen? Also, willst du verkaufen? Das wollte ich nicht. Hä, hey, wo hättest du den treffen müssen? Nochmal in dem Pub oder was? Nee, eben bei der versiegelten Höhle, aber wir müssen da eh gleich durch, da wirst du wahrscheinlich dann da treffen. Okay, weg. Mm. Wow, und wenn wir jetzt so bessere Rüstung verkaufen, dann können wir die nicht leisten. Toll. Egal. Also. Ich wollte es gar nicht kaufen, ich wollte auf den Zurückknopf drücken, aber es ist ja in diesem Spiel anders als beim ersten. Oh. Ich hasse dich, Steuerung. Dann kommen wir dich dran. Auf Wiedersehen. Ist ja wurscht, dann haben wir mein Lebenswasser. Seht, weißt du, da habe ich so ein Problem gehabt, mich an diese Kacksteuerung zu gewöhnen. Gründer Kackspast. Jo, Jad wurde von den Beastmännern besetzt. Was, Jad, wenn sie auch hierher kommen? Jad. Soll ich Jad oder Jad sagen oder Jad? Jad. Du hast sowieso gerade so einen indischen Akzent drauf heute. Hast du irgendwas geguckt? Warst du Englisch machen oder was? Nee, hab ich gar nicht. Ich hab mein... Nein? Okay. Nein? Oh! Ich kann... Hallo da, ich kann nicht übernachten, aber trotzdem speichern, das ist schön. Das kannst du in Secret of Mana auch. Das haben wir noch nie gemacht. Doch, manchmal schon. Ja, okay. Spiel gespeichert. Dann geht's wieder raus. Wunderschön. Und jetzt hier lagen. Wunderschön. Toller Laden. Ich bin begeistert. Ich will den leer kaufen. Ja, musst du nicht mal bezahlen, Angebot, solange er schläft. Ein Püppchen. Hundi. Hundi. Wow. Püppchen. Hundi. Füchschen. Wow. So. Ich glaube, so aufgedreht war ich im ersten Spiel nie. Entspann dich, junger Mann. Du erschreckst noch die Mädchen, wenn du weiter so guckst. Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Überall im Land sind silberne und goldene Schatten. Und dort speicherst du dein Spiel, die goldenen Frischen, zusätzlich auch deine HP und MP auf. Wow. Im Gegensatz zu Secret of Mana 1. Wunderbar. Wunderbar. Wir hüpfen hier und dort überall. So. Nein, Gummibär. Oh. Was ist das? Was ist das? Lies vor. Küstenstadt Astoria. Sehr geil. Sehr geil. Na? Willkommen. Kauft mich. Ich kann mir jetzt nicht nur nichts mehr leisten. Das hätten wir uns sogar leisten können, das Schwert. Ich weiß. Ah ja, egal, haben wir bisher noch nicht gebraucht, die Gegner waren ja relativ sorry. Wobei, eigentlich kann ich doch das Bronzeschwert verkaufen und das da vielleicht kaufen. Wenn es dann reicht, aber ich glaube nicht, dass du es für 60 verkaufen kannst. Und verdammt, ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. Und ich glaube, du musst es dann erst ablegen. I hate this game. Dafür kriegst du 50... Okay. Ich hasse diese Steuerung. Habe ich dir schon mal gesagt? Ich hasse diese Steuerung. Wolltest du es gar nicht verkaufen? Nein. Du hast gerade 50 Lüg in den Arsch gehauen. Ich weiß. Okay, dann geh raus, ist egal. Ich dachte, du willst jetzt noch deine Bonbons verkaufen, um dir schwer zu leisten. Nein. Ah ja, die müssen wir anspringen? Keiner will mir glauben, aber ich habe etwas gesehen. Ein seltsames Licht flog über den See, meine Fresse. Wer weiß, vielleicht kommt es die Nacht wieder. So. Und dementsprechend... Ich bin sauer. Das war der entscheidende Hinweis übrigens. Grrr! Knurr mich nicht an, du Kackköter, ich bin schlecht drauf. Normalerweise ist Ponter immer ruhig, aber heute knurrt er. Ich frage mich, was mit ihm los ist. Ponita? Ja. Das ist ein Hund, der eigentlich ein Pferd wäre, wenn er nicht ein Hund wäre. Ich komme da nicht hoch. Du schaffst das schon. Das macht der Energy Drink, der macht dich völlig fertig. Ja, ich bin jetzt total überdreht und deswegen renne ich überall vorbei, weißt du so. Die heilige Stände sind blablabla durch die Zeit versiegelt, ja, haben wir schon gehört. Hallo? Hallo? Willst du nicht mit mir reden? Nein. Wow, das Gespräch war voll wert, ey. Hammer. Oh, wow. Tolle Halle hier. Ich bin begeistert. Ja. Geh mal ins Inn. Und jetzt mal etwas völlig Unerwartetes. Wobei, warte mal, warst du da oben drin schon? Ja, ah ja, genau, da hat er gepennt, genau, ja. Danke, geh geradeaus, wenn du bleiben willst. La la la. Okay. Für einen Moment bleiben? Ja. Ich finde cool, dass sie nur Schuhe haben, aber wenn sie Schuhe aussehen, nackig sind.
Naja, vielleicht ist er ja auch nur oben ohne. Die Aliens! Meinst du, er hat dann so ein Oberteil in die in die Schuhe gesteckt? Dip, 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 dip. Kannst du nochmal dieses Geräusch machen? Dip, 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 dip. Nee, wie das? Mit dem Dino? Dup, 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 dup. Genau, weiter. Dup, 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 dup. Langsam klingt es kommt schon, ernsthaft? Du, 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 du. Langsam klingt es wie Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Lecker. Licht. Yummy. Siehst du Schuhe an, plötzlich volle Rüstung. Was? Dieses Licht. So hell. Hammer. Ich bin es doch nur. Raus. Das Schwert. Ein sprechendes Schwert. Nee, Moment, ich bin schon wieder beim falschen Spiel. Lupi lupi dupi 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 dupi. Hinterher! Es ist nicht schwer. Ich hätte auch seitlich die Treppe nehmen können. Egal! Jawoll! Was? Machst du mir etwa jetzt den Eingang da hinten auf? Nope. Nicht direkt. Ich glaube links musst du lang. Ein Pilzkopf ist direkt wach geworden, als sie die Szenerie betrat. Überlegen, wie lange du schon hier komplett alleine spielst. Das hättest du eigentlich auch alles alleine... Ja, nee, das vorlesen müssen. Na, schlecht. Die Klavier-Musik hängen geblieben. Ja. Entschuldigung. Manchmal tappt bei mir mein Zeug raus. Ich kann nichts dagegen tun. Ist leider so ein Effekt, den ich habe an meinem Rechner. Ich glaube, es liegt ein bisschen an Skype. Aber, naja. Schafsspuren. Ich habe Schafsspuren gelesen. Was ist nur los mit dir? Oh, keine Truhe. Das größte Problem in diesem Spiel für Laura werden auf jeden Fall die Treppen werden. Ich laufe jetzt einfach langsam. Funktioniert trotzdem nicht. AP und MP aufgefrischt. Darf ich auch speichern? Willst du speichern? Ja. Ich würde jetzt nicht auf... Darf ich auch speichern? Darf ich auch speichern? Darf ich speichern? Geh nicht auf dieses Ding, weil ich glaube, der bringt dich wieder zurück. Wenn ich mich nicht täusche. Ich wollte gerade drauf gehen. Ja, können wir gleich da. Das ist wie, also weißt du, das war jetzt schon ein bisschen böse. Du weißt schon, es gibt diese heiße Teller-Theorie und wenn dir jemand sagt, dass der Teller heiß ist, dann willst du drauf fassen. Hallo, Bastian. Ah, jetzt, okay, ich habe jetzt gerade die Verbindung zwischen diesem Hüpfding und dem heißen Teller. Bartimeus, du siehst aus wie Bartimeus. Kennst du Bartimeus? Wenn nicht, dann lies es. Doch, gerade eben gelesen noch, bevor wir aufgenommen haben. Mir sagt das was, aber ich weiß gerade nicht, was es sein war, Ding. Das ist ein Buch, das in einem sehr sarkastischen Schreibstil verfasst ist. Und ist das Tinkerbell? Hey, steh auf, Tinkerbell. Whoops. Hey, hey, listen, listen, hey, hey, hey. Oh, ich bin wieder okay. Wer bist du? Ich bin Duran, ein Krieger aus Fasena. Ich sah ein Licht aus Astoria und... Duran? Na, ich nicht gerade eine große Auswahl habe. Ich wähle dich! Was? I choose you! Nichts, bitte, Duran. Bringe mich nach Windel zum Priester des Lichtes. Ich habe keine Kraft mehr zum Fliegen. Ah, genau das wollte ich hin, aber es befindet sich ein Siegel zur Höhle im Wasserfall. Oh, wenn ich dich begleite, sollte das kein Problem sein. Beeilung und Glück hält Einzug in das heilige Manaland. Heiliges Manaland? Das... Was war das? Es kam von Astoria. Schnell zurück. Ich werde mich etwas in deinem Kopf ausruhen. Was? Warte mal. Ja, ja, da ist viel Platz. Er ist nicht der hellste. Okay, auf nach Astoria. Wow, ist eine Stimme in meinem Kopf. Schnell. Ja, ja. Fee, schließ dich an. Hey, hey, listen. Hat jetzt jeder seine eigene Fee dann? So. Nur der Mana hält. Wow. So, jetzt kannst du gleich den Hüpfel, Lüpfel nehmen. Oh, 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 da wird es vom Pilzkopf zerstört. Das ist ja peinlicher als von den Wespen. Hahaha. Nichts ist peinlicher als die Wespe. Kannst dich meinetwegen nochmal von der Mana-Statue heilen lassen, weil wir haben auch nur noch, naja, 2-3 Minuten. Oh, ja, du darfst jetzt entscheiden, was du levelst. Ist im Endeffekt egal, du kommst eher alles aufs Maximum am Ende, normalerweise. Also, kannst du Stärke, Agilität, Vitalität, Intelligenz, siehst du, ist nicht so viel zu holen. Da du Krieger bist, ist im Endeffekt Intelligenz und Geist, solange du keinen Zaubersprich hast, sowieso egal.
Also Stärke. Reicht. Oder Agilität. Ja, Stärke. Sag Agilität. Du spielst sie nachher, mir ist egal. Ja, dann mach mal Agilität. Willst du wirklich in Agilität verbessern? Nein. Agilität verbessert, okay. Dann halt doch. So. Ich möchte stärker sein. Du bist intelligenter geworden. Verdammt. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Ja. Okay. Soll ich noch zurück oder nicht mehr? Ja, kannst du auf den... Jetzt darfst du auf den heißen Teller fassen. Yay. Um zu gucken, dass er wirklich heiß ist. Ach stimmt, der war ja gar nicht zum wirklich Reisen. Fällt mir gerade auf. Der ist ja nur zum Gucken. Dein Ernst? Wir sind zum Karte gucken. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ich bin hellauf begeistert. Und er kann ziemlich gerade hochballern, weil er trifft wirklich nur ganz knapp nebendran. Das ist der Wink vom Winkel mäßig wahnsinnig gut geschossen. Also. Ich meine, stell dir mal vor, so eine Dinger würden wirklich in der Welt rumstehen. Die Dinger würden wir doch einfach kaputt machen, bevor da noch einer stirbt. Ist hier eigentlich dieselbe Spielmechanik, dass nur drei gleichzeitig spawnen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier... Also, es ist ja pro Screen auch immer vorgegeben, wie viele da sind, ne? Und ich glaube, die spawnen immer alle. Mhm. Okay. Erstmal zurück nach Astoria. Weil da ist irgendein Licht gewesen. Irgendwas ist passiert und alle sind tot. Oh, wirklich alle tot. Scheiße, hatte ich recht? Oh nein. Das ist... Was zum Henker? Wer hat das Dorf abgefackelt? Scheinbar haben die Beastmänner das Dorf angegriffen. Aber warum? Wir müssen uns beeilen, das dem Priester des Lichtes berichten. Wendel ist in Gefahr. Ich glaube, irgendwo steht sogar noch eine Person und... Aber sagt was zu, aber ist auch egal. Glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sollten wir nicht gleich auch mal beenden? Ja, ja. Ich glaube, unten steht die Person. Wenn ich mich nicht täusche. Unten rechts oder so. Rechts. Wenn ich mich nicht täusche, aber kann auch sein, dass ich... Rechts. Nee, irgendwie doch nicht. Du hast dich getäuscht. Okay, ich dachte, dieser Geisterjäger da quasi hätte überlebt, in meiner Erinnerung zumindest, aber... Oh, Scheiße. Oh nein, und ich hab das Geld verbraten, jetzt können wir die neue Waffe nicht kaufen und jetzt ist alles scheiße. Das ist nicht wichtig, ich krieg so Wendel auch noch. Okay, und jetzt nach rechts, genau. Rechts. Jetzt müssen wir zumindest mal den neuen Charakter kriegen. Irgendwo hier, da ist er. Hallo. Hölle, kann nicht reingehen. Fee bringt uns rein. Ich war auch im Wald, sah Licht. Das war eine Fee. Du gehst nach Wendel, heilige Stadt. Ich auch, weil... Du. Ah, jetzt kriegen wir noch die Story vom Beastmann. Okay. Mein kostbarer Freund Karl. Karl und ich, keine Mutter, also immer zusammen. Das hätte man auch Kannst selber gespielt. Kannst du bitte aufhören, den wie Neandertaler zu sprechen? Ja, bitte. Aber er redet ja so. Aber dann kam ich Angriff. Dann weiß nicht, mein Körper war so heiß. Er redet ja so, was soll ich denn machen? Ja, aber du sprichst es aus meiner Mutter. Als ich zu mir kam, war Karl tot. Ich bin ein Beastmann, aber nicht wie die Jad angriffen. Mein Blut, halb Mensch, durch Karl lernte ich Vertrauen und Freundschaft. Und durch Digimon. Richtig. Der Beastkönig ließ Karl mich angreifen. Mein Beastmann, Blut, Karl. Als ich herausfand, griff ich Beastkönig an. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Soll ich wie ein Türk sprechen oder was? Ich habe keine Ahnung, wie soll ich denn sonst sprechen? Wie Yoda du sprechen kannst. Ja, aber so redet er ja auch nicht. Hörte, der Priester des Lichts kann Karl retten. Ist das wahr? Ich finde es heraus. Monster in Wasserfallhöhle, kein Problem. Wir gemeinsam, ich Kevin. Warum sagst du denn sowas wie Problem? Problem. Das meine ich damit, deswegen klingst du wie so ein Neandertaler. Problem. Kevin, schließ dich an. So, deswegen wollte ich dir nicht unbedingt als Hauptcharakter, weil das geht einfach auf die Nüsse, weißt? Okay, das... Ne, endlich zu zweit. Ich kann mich manchmal dazu schalten, wenn es mal geht so. Gucken, wie mache ich das? Du müsstest schon drin sein. Ja, ich bin der Held. Ich bin der Mana-Held. Lalalalalala. Okay, Aua. Ah, jetzt muss ich das auch noch machen. Magisch versiegelt. Ich wollte eigentlich aufhören. Ich werde die Barriere auflösen. Walalalala. Sorry. Okay, die Barriere ist weg. Verpisst euch, ihr Spackos. Okay, so. Dann hören wir mal an dieser Stelle auf. Ich sage Tschüss und Laura sagt...
Bye. Okay.